So, schaut mal, das habe ich da jetzt schneller gefunden, wie ich geglaubt habe. Ich war auf der Suche danach. Mein Problem ist, dass ich da jetzt noch keine reifen Früchte habe, aber ich weiß ein Stück, wo ich schon reife Früchte finde. Und da ist halt nicht so schön, weil er Straßen ist und das Exemplar ist auch nicht so groß. Aber um was geht es grundsätzlich? Das Ganze ist ein Remake von einem Video, wo ich mich schon vor ein, zwei Jahren mal bemüht habe, eine Sache aufzuklären, die was immer wieder gefragt worden ist, nachdem ich einmal in schwarzen Nachtschatten vorgestellt habe. Das ist wieder der schwarze Nachtschatten. Name ist, also sagt schon, wo er dazugehört, zu den Nachtschattengewächse, wo zum Beispiel auch unsere Tomaten und unsere Kartoffeln dazugehören. Ich weiß nicht, wenn sich die Blüten von Tomate und Kartoffel in Erinnerung ruft, dann kann man da auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. Nicht von der Größe, aber von der Form und vom Aufbau auf jeden Fall. Aber was damals so zur Verunsicherung geführt hat, ist, dass wir geschrieben haben und gesagt haben, du hast gesagt, schwarzer Nachtschatten ist giftig, aber ich habe ja den im Garten stehen und das schon voll lang. Den habe ich einmal gekriegt und wir essen immer die Früchte und wir machen Marmelade und so weiter. Ich habe mich dann schlau gemacht und es sind ein paar Dinge rausgekommen und die möchte ich jetzt nochmal ein bisschen genauer erzählen, wie ich das damals gemacht habe oder geschafft habe, ein bisschen aufklären und ich glaube, nachher ist alles ganz klar. Ich möchte einfach die Pflanzen jetzt noch ein bisschen herzeigen. Ihr seht da, die Früchte sind da noch grün, die reifen dann ins Schwarze und da der Aufbau, also die Blüten, ja, da sieht man das Ganze und das ist da schon eine stattliche Staude. Das Ganze kann auch noch größer werden. Und das Ding war jenes. Das, was die Leute hoffentlich im Garten stehen gehabt haben, war zwar ein Nachtschattengewächs, aber eben nicht der Solanum nigrum, das, was da der schwarze Nachtschatten ist, sondern Solanum retroflexum. Ja, ich habe mir das aufgeschrieben, weil mit Latein habe ich es ja nicht so. Solanum retroflexum. Das ist auch, vielleicht sagt euch dann der Name was, als Sunberry oder Wonderberry oder Schwarzenbeere bekannt. Selbe Familie, nämlich Nachtschattengewächs, aber eigene Art. Und dann war das Ganze schon leichter verständlich. Dann habe ich ein bisschen geschaut und dann bin ich drauf gekommen, dass es interessant ist, weil dieser schwarze Nachtschatten, der was eben diese schwarzen Früchte dann produziert, wo ich da jetzt nur die grünen Kugel herzeigen kann, aber da schauen wir nachher eh noch woanders hin, ist eben in der Literatur sehr zweispaltig, zweischneidig beschrieben. Einerseits als giftig, besonders eben die Blätter und die unreifen Früchte. Andererseits wird sogar eine spinatartige Verwendung von den Blättern beschrieben und eine speisetechnische Verwendung von den Früchten. Also das sind sie sich nicht ganz sicher und das lässt sich vielleicht darauf zurückführen, dass das von Standort zu Standort unterschiedlich sein kann, wie das Grün verträglich wird oder was da eingelagert wird. Beziehungsweise ist es tatsächlich so, dass man weiß, die schwarzen Früchte, also wenn die richtig reif sind vom schwarzen Nachtschatten, sind sie eigentlich als minder giftig zu bezeichnen. Also in echt wird nichts passieren, wenn man es isst, außer vielleicht zu viel, dann merkt man vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten. Und es hat sich gezeigt, dass auch der als essbare verkaufte, zum Teil verkaufte Solanum retroflexum, also die Sunberry, Wonderberry, Schwarzenbeere, so ist, dass die grünen Früchte giftig sind und erst bei Vollreife die Früchte gut essbar sind. Also im Prinzip ist schon fast kupft wie katscht, welchen das man anbaut. Bei beide muss man praktisch damit rechnen können, dass sie in einer gewissen Form giftig sind. Was vielleicht dann noch den Unterschied machen kann, ist, dass eben der Retroflexum, also der Sunberry, Wonderberry, vom Geschmack als wohler beschrieben wird. Ja, das habe ich eben super interessant gefunden. Nur interessant, weil jetzt habe ich ein bisschen geschaut, also praktisch ein Update. Diese Wonderberry in Amerika ist die eher verbreitet wie bei uns, aber trotzdem waren so viele, dass mir ein paar Leute angeschrieben haben und gefragt haben, was da los ist. Also es gibt ihn auch bei uns.
Und das ist so ein genannter so ein Erbstückstrauch. Also das heißt, das hat schon mal wer daheim gehabt und hat gesagt, boah, schau, schenke ich das zusammen, weil die haben wir und das ist voll gut. Und so kommen praktisch diese Pflanzen von einem Haushalt in den nächsten vererbt sozusagen. Also heute, man kriegt eine Art zum Kaufen mittlerweile, zum Teil in Geschäften, zum Teil die Samen online. Aber zeitgleich ist eben so eine Sache, was weitergeben wird. Jetzt wisst ihr was, ich drücke da jetzt einfach auf Pause, dann schauen wir sich noch reife Früchte an und dann ist das möglicherweise ziemlich unkompliziert erklärt gewesen. Ja. Aber ich beam uns einfach da zu den reifen Früchten. So, schaut mal, da bin ich und mein Zettel, grüß euch. Wie gesagt, das ist da jetzt der Straßen drum relativ unsexy. Eigentlich ist ja da ein Fahrverbot, aber die Straßen ist so praktisch als Verbindungsweg, der ist trotzdem immer wieder mal wieder fährt. Wie ich noch Auto gehabt habe, ich gebe es zu, ich bin da auch gefahren. Da sehen wir jetzt eben den schwarzen Nachtschatten schon mit reifen Früchten. Und richtig reif sind sie, wenn sie leicht runtergehen. Und ich isse die ganz gern. Also auch vom schwarzen Nachtschatten. Ich sage halt dazu, ich isse halt das in Spaziergehmengen. Also ich mache da keine Marmelade draus oder nehme da nicht viel mit. Aber ich brauche mir da trotzdem immer wieder ganz gern. Also die gingen wirklich so leicht runter. Und ich finde die auch vom Geschmack okay. Also Geschmack liegt ja immer im Munde des Schmeckers. Voll interessant ist eben, da schaut ihr mal, Haufen Samen drinnen. Und das Ganze ist einjährige Pflanzen. So wie auch die Wonderberry, also der Solanum, wie hat's geheißen? Sowas merke ich mir echt nicht. Der Solanum Retrophyllectum. Also das heißt, wenn irgendwer euch so eine Pflanze vererbt, dann in der Regel aus Samen und sagt, baue im nächsten Jahr an. Wo wächst das Ganze? Eben voll gern auf so Ruderalstandorten. Das muss aber jetzt nicht da in der Pampa sein oder irgendwo in einem Waldschlag. Also ich finde das auch voll oft in der Stadt bei irgendwelchen ungemähten Wiesen oder brachen Grundstückeln, wo gerade gebaut wird. Also das wird es relativ häufig sehen. Das kann sich einfach auch voll stark in der Größe unterscheiden. Also auch die sind da jetzt schon alles halbwegs schön. Also die übersieht man halt ja wirklich schon gar nicht mehr. Aber das Ganze kann auch viel kleiner sein. Typisch ist, ganz lange Zeit, also in meiner Wahrnehmung tauchen jetzt erst immer irgendwo Anfang August, circa ist grün und dann geht es relativ schnell und dann nehme ich es schon leichter wahr, weil auch die unreifen Früchte auffällig werden und diese Blüten. Aber vor Anfang August finde ich ihn fast nirgends, außer ich suche danach, weil man ja die Blätter, wenn man sich das anschaut, sind ja doch sehr eigen, also wenn man das ein paar Mal gesehen hat, dann erkennt man das schon klar. Ja, jetzt die was sowas daheim stehen haben, haben halt jetzt ein Dilemma, nachdem ich das erzählt habe. Erstens müssen sie sich fragen, der was mir das damals geschenkt hat, hat mir der eine Wonderberry geschenkt, also die schwarzen Beere, oder hat er das einmal irgendwo gefunden und hat sich gedacht, hey, lustig, da steht eine Schwarzenbeere, das nehme ich jetzt mit. Aber in echt ist es wurscht. Also, wenn es ihr sowas kostet und verarbeitet und es geht euch nicht schlecht davon, dann passt es auch. Wurscht, welche das dann wahrscheinlich war. Aber der Vollständigkeit halber. Lese ich euch noch schnell was vor. Weil, dass ich den Zettel nicht ganz umsonst mitgenommen habe. Nämlich, es gibt Unterschiede. Ich kenne halt jetzt wirklich nur den schwarzen Nachtschatten da heraus. Das heißt, ich habe die Unterschiede selber noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob die gut ausfallen, sodass man es auch wirklich gut erkennt. Aber probieren wir es halt. Der schwarze Nachtschatten, den was wir da haben, also der Solanum nigrum. Mittelgroß, schwach gewellte Blattränder. Und das finde ich interessant, weil da sehen wir zwei Exemplare nebeneinander. Es würde mich wundern, wenn das verschiedene Arten sind. Und da schauen die Blätter doch anders aus, also viel gewellter wie da. Also, und die Variationsvielfalt innerhalb von einer Art, für das finde ich, ist die Natur bekannt. Also, das kommt auch wieder mal Hundsein als Bestimmungsmerkmal. Aber das steht halt da. Blüten weiß, Staubbeutel gelb, ja, das kann man da praktisch gut überprüfen. Schön weiße Blüten und gescheit gelb, viererleuchtende Staubbeutel. Und die Beeren schwarz, ja, super Sache.
Und der Garten-Nachtschatten, also Schwarzenberry, Sunberry, Wonderberry, eben Solanum retroflexum. Der ist mittelgroß, stark gewellte Blattränder. Also der wird mehr so ausschauen wie so. Ja. Nur, also ich bin mir sicher, das war jetzt, ich meine, keine Ahnung, das, da muss ich zum Lottospielen anfangen, wenn das da jetzt plötzlich ein Wonderberry war und das ein Nachtschatten, ein schwarzer, das glaube ich nicht. Aber man sieht schon was morgen mit gewählt. Ja. Also bei Wonderberry werden die Blätter in die Regel eher in diese Richtung ausschauen. Blütenweiß mit lila Außenstreifen. Das müsst ihr euch dann wahrscheinlich so vorstellen, dass diese weißen Blüten da draußen nochmal irgendwo eine lila Anmutung haben. Staubbeutel gelb, ja, bärenschwarz, eh das gleiche und reif ungiftig. Also beim schwarzen Nachtschatten eben reif minder giftig, bis eben ungiftig, kommt auf Literatur davon. Und die Wonderberry wird komplett als ungiftig beschrieben. So, und dass das jetzt nicht so lang wird, ich hoffe, jetzt müsst ihr es eh tausendmal klar sein. Und, aber dass es noch ein bisschen schwieriger wird oder dass ihr euch noch mehr wundern könnt, es gibt auch noch einen gelbfrüchtigen und einen rotfrüchtigen Nachtschatten und es gibt den bittersüßen Nachtschatten. Also der gelbfrüchtige Nachtschatten, der Solanum villosum, der kann gelbe bis rötliche Früchte haben, selbe Spül, selbe Erklärung, unreif giftig, reif kein Problem, aber manchmal streitet sich da die Literatur. Und der bittersüße Nachtschatten, den kann ich euch verlinken, den habe ich auf der Homepage in Vorstellungen, es gibt da Videos zu ihm. Der hat so violette Blüten, also wieder, schaut fast so aus wie da, nur dass die Blätter, was da weiß sind, dann violett sind. Und die Früchte werden rot, wenn sie reif sind, sind aber am Anfang grün, werden dann gelb und dann am Schluss rot. Und bei dem ist auch so, dass ganz lang Blüten und unreife sowie reife Früchte auf einen Strauch oben stehen. Das kann bis Ende Oktober, Anfang November so gut umeinander stehen. So, okay. Ich glaube, boah, Schatz, wie schön befruchtet das Ganze da schon ist. Super Sache. Ich werde da jetzt noch ein bisschen naschen. Ich hoffe, das war jetzt eine vernünftige Erklärung für diese Problematik zwischen Wonderberry und schwarzen Nachtschatten. Ihr braucht euch nicht fürchten, in keinem Fall. Aber es gibt einen Unterschied, was auch erklärt, wieso es da einfach manchmal verschiedene Beschreibungen gibt. Okay, dann Mahlzeit und pfiat euch.